So, da bin ich endlich. Der Tag kann losgehen. Wie immer, Donnerstag, kleiner Marathon steht bevor. Kam jetzt erst von der Arbeit heim, geduscht. Und jetzt kann es losgehen. Wie ihr seht, unten fehlen jetzt nur zwei Zahlen. Neuer Code liegt schon bereit. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, bevor ich die Aufnahme jetzt gestartet habe. Der Code wurde noch nicht geknackt. Ich gucke auch heute vor jedem Video, was ich mache, ob der Code geknackt wurde, falls derjenige es nicht in die Kommentare schreibt. Also wenn einer den Code knackt, schreibt es bitte in die Kommentare, dass er geknackt ist, fertig. Weil so weiß ich dann schon, dass ich im nächsten Video dann halt den neuen Code anfangen muss. Und falls du neu auf dem Kanal bist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung steht, ist ein extra Video gemacht, einmal wo ich mich vorstelle und wo ich auch genau erkläre, wie das mit dem Code abläuft. Wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl unten dazu. Das bleibt auch erstmal so, auch wenn der eine Tag natürlich reingehauen hat, aber ist halt so. Ist natürlich erfreulich für mich, erfreulich für euch, weil ihr den Code schneller knacken könnt. Und ihr seht hier, die 270 haben wir jetzt erreicht, also die vorletzte Zahl wird dann verraten, wenn die 280 Abonnenten erreicht sind. Also, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt abonnieren. Und wir gehen jetzt mal rein in den Shop, erstmal meinen Controller suchen, hier ist er. So, was haben wir denn Neues? Oh, da sehe ich schon einen schönen Skin. So, wir haben einmal die Limetta. Ah ja. Vom Gesicht her, hatten wir vom Gesicht her schon mal so einen Skin? Ich glaube nämlich nicht. Kann ich nicht mehr ranzoomen? Ah. Also vom Gesicht her würde ich sagen komplett neu. Oder gab es schon mal einen Skin mit dem Gesicht? Also ich würde sagen, nee. Ist ein recht interessanter Skin, finde ich. Ist halt mal was anderes, sage ich jetzt mal. Aber steht ja auch da, mutige Trendsetterin mit einem Hang für Saures. Also, der hat schon was, der Skin, aber ich würde mir nicht kaufen, sage ich ganz ehrlich. So, gucken wir direkt weiter. Das passende Erntewerkzeug wie immer auch dazu. Gucken, welchen Klang hat es. Hm. Wieder 0815. Nichts Besonderes, aber mir fällt gerade auf, die hat gar keinen Rucksack. Kein Rucksack für die. Oder wussten sie nicht, was sie nehmen sollten. So, dann haben wir die Tarnung. Okay. Die sieht eigentlich recht nice aus auf der Waffe. Gut, oben drauf das Geriffelte und vorne am Lauf die Spitze. Die hätten sie vielleicht in einer anderen... Vielleicht hätten sie Silber machen sollen. Das wird eigentlich recht geil aussehen. Aber wie immer, wir gehen auf den... Genau. Boah, doch, hat schon was. Also die Tarnung könnte man sich schon gönnen. Ja, also die finde ich schon in Ordnung. So, was haben wir noch? Den Cloaked Shadow. Aber der ist halt mega auffällig. Aber die Flügel sind natürlich geil. Die Flügel haben natürlich was. Aber der Skin an sich haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Klar, ihr werdet ihn schon kennen, aber ich habe Wochen, Monate überhaupt nicht geguckt, was im Shop ist. Ich glaube, ich habe den ewig nicht mehr gesehen. So, dann haben wir noch die Zündkerzenkünstlerin. Die hatten wir doch letztens erst. Zumindest sind, oder war ne, der Kleider sah so ähnlich aus. Aber sieht halt so ein bisschen nach Rette die Welt aus. Aber ich glaube, die gibt es in Rette die Welt noch nicht, weil noch haben sie ja die Skins nicht rausgehauen. Dann haben wir eine neue Lackierung, nämlich sauer. Direkt wieder auf den Mesh gehen. Ja, hat so ein bisschen was von der grünen Tarnung von Black Ops. Ich glaube, das war MB3, meine ich, war die grün. Also hat so ein bisschen was von Black Ops, aber nur so ganz leicht. Also da fehlt noch ein bisschen die innere Bewegung und alles. So, dann haben wir Emote abfeiern. Ja, ist ganz nice, aber halt jetzt nichts Besonderes in meinen Augen. Dann haben wir Glitter. Ja, das passt natürlich wieder perfekt zu ihr. So ein bisschen ein auf Sailor Moon, aber ich denke, die meisten können mit Sailor Moon eh nichts anfangen. So, dann haben wir noch Signaturschaffel. Ja, so ein bisschen Techno-Tänze müssen immer sein. Aber mit den ganzen Lichteffekten bzw. Blitzen ist schon ja, okay, aber deshalb kostet natürlich auch 800 und keine 200. Epic Games, man kennt sie. So, dann habe ich hier noch vergessen, da war ja noch mehr. So, einmal die Chromo. Oh, die hat natürlich was. Von ewige Sande, ja, stimmt.
Aber das ist halt, ja, du siehst es halt jede Runde einmal und das war's, ne? Dafür 400 V-Bucks, umgerechnet quasi 4 Euro. Naja. So, was haben wir noch? Einmal den Sandsturm. Ja, die hat natürlich schon was. So sieht es natürlich richtig fresh aus. Könnte die Freundin von Aladdin sein. Gerade mal die Stile durchgehen. Nicht, dass ich ihn wieder aus Versehen kaufe. Also so gefällt er mir nicht. So, ja. Ja, so ist okay. Und so, ja. Aber wenn, würde ich sie wahrscheinlich so spielen. Also von Skins her und allem würde ich sagen, heute das Beste ist eigentlich echt das hier. Also das würde ich echt so als Highlight nehmen von dem Shop diesmal. Schreibt mal, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr euch davon gönnen würdet. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Mal gucken, was morgen so reinkommt. Und wie gesagt, unten mit dem Code, probiert es einfach aus. Das letzte Mal wurde auch geknackt, sind ja jetzt nur noch 99 Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn wir die 280 Abonnenten erreichen werden, werde ich auch die vorletzte Zahl raushauen. Und dann müsste er ja wohl endlich geknackt werden. Was heißt endlich? Ich schätze halt immer so, die letzten zwei, drei Zahlen werden dann halt das Entscheidende sein. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zu den Tagesaufgaben, Wochenaufgaben. Und wenn ich es noch schaffe, heute vielleicht noch FIFA 20, aber ich muss gucken, wie die Zeit so hinhaut, wie die Aufgaben sind. In dem Sinne sage ich jetzt mal, haut rein.